Hallo meine Lieben, da bin ich mal wieder mit einem neuen Video für euch und heute mache ich mal wieder ein kleines Get Ready With Me. Ich habe mal wieder mir ein Thema ausgedacht, was ich gerne mal mit euch besprechen wollen würde und würde mich sehr freuen, wenn ihr in diesem Video ein wenig dran bleibt, wenn ihr mir auch meine Fragen beantwortet, denn es gibt so viele Themen, ich möchte auch ein bisschen was über euch wissen und außerdem könnt ihr mir auch sehr gerne Themen unten reinschreiben, die ich in so ein Get Ready With Me einfach mit reinpacke und falls ihr sehen wollt, welches Thema das ist und wie ich zu diesem Look hier gekommen bin, dann bleibt jetzt dran. So, dann starten wir doch wie immer direkt drauf los. Und ich würde sagen, ich halte mich gar nicht so viel auf mit den Produkten, die ich verwende. Ich verlinke euch auf jeden Fall alles unten in die Infobox. Und wenn ihr ein bisschen was davon nachkaufen möchtet, dann tut euch keinen Zwang an. Bei einigen Links bekomme ich auch ein klein bisschen von eurem Kauf ab, wenn ihr sie verwendet. Und ich starte jetzt einfach direkt drauf los mit meinem Thema. Und zwar geht es darum, dass ich ja mal vor einiger Zeit, ich glaube mittlerweile schon über ein halbes Jahr her, ein Q&A gemacht habe. Und dabei wurde auch bei den Fragen einmal gefragt, was ich denn beruflich mache. Und ich habe auch erwähnt, dass ich bereits einige Ausbildungen gemacht habe und aktuell auch studiere. Und ich dachte mir, ich erzähle euch einfach mal, was so der Hintergrund ist, warum ich das überhaupt alles gemacht habe, warum ich überhaupt zwei Ausbildungen und noch ein Studium habe. Und zwar kann ich zum einen ganz einfach sagen, ich bin jemand, der sich unglaublich gern weiterbildet. Ich bin jemand, der gerne sehr, sehr viel Wissen hat. Für mich ist Wissen ein unfassbar wichtiges und auch wertvolles Gut. Für mich ist es einfach, ja, wirklich ein Gut. Für mich ist Wissen etwas, was fast gleichbedeutend in den Urlaub fahren oder weiß ich nicht, ein Haus kaufen oder so. Für mich ist Wissen einfach, wie gesagt, ein ganz wichtiges Gut. Und ich habe das auch über die Jahre immer wieder festgestellt, dass es mich auch total langweilt, wenn ich nicht Wissen aufbauen kann. Also bei mir ist es so, dass ich ja dann so in der letzten Zeit meines Studiums aktuell oder auch meiner Ausbildung freue ich mich natürlich total darauf, dass es dann auch endlich vorbei ist, weil das natürlich trotzdem auch total stressig ist und man einfach total viel Zeit auch dafür natürlich aufgibt, auch viel private Zeit selbstverständlich. Und trotzdem ist es aber so, dass ich habe dann so ein halbes Jahr oder ein Jahr richtig Spaß daran, dass ich endlich fertig bin. Und dann lüstet es mich schon wieder eigentlich nach der nächsten Herausforderung. Das ist eigentlich schon auch der erste Grund dafür, dass ich mich ständig weiterbilde. Ich gehöre wahrscheinlich einfach zu den Menschen, die immer wieder solche seltsamen Dinge machen werden. Viele Menschen wundert es auch. Also tatsächlich auch mir nahestehende Menschen, die sagen, warum du das immer wieder machst. Ich weiß gar nicht, ob ich dich beneiden oder bemitleiden soll oder so. Und ich verstehe natürlich auch diese Herangehensweise und diese Fragestellung. Für mich ist es auf jeden Fall etwas, wofür ich andere bewundern würde. Immer wieder irgendwie ja, sich herauszufordern, Wissen anzuschaffen und das Wissen natürlich auch irgendwie anzuwenden. Und das ist sozusagen erstmal so die Grundlage, warum ich überhaupt ständig wieder was Neues anfange. Das nächste ist so ein bisschen der Werdegang. Ich habe erzählt und vielleicht erinnern sich noch einige daran, vielleicht auch nicht. Deswegen erzähle ich es jetzt einfach noch einmal, dass ich zuerst eine Ausbildung gemacht habe nach dem Abitur zur Hotelfachfrau. Und diese Ausbildung hat mir total viel Spaß gemacht. Ich habe mich damals dafür entschieden, obwohl ich Abi gemacht habe. Viele von meiner Schule oder auch die allermeisten so aus meinem Jahrgang haben auf jeden Fall dann den Weg eines Studiums eingeschlagen. Das ist ja auch eigentlich eher so der typische Weg, den man halt einschlägt, wenn man ein Abitur macht. Und für mich war aber immer ganz, ganz wichtig, dass ich nicht einfach nur irgendwas studieren wollte, nur um irgendwas zu studieren. Wisst ihr, einfach nur, weil man Abi hat, was zu studieren. Und habe mich dann letztendlich einfach für eine sehr praktische Ausbildung entschlossen. Eine Ausbildung, bei der man ja sehr variabel auch ist und wo ich auch mit Menschen zu tun habe und so weiter. Ich meine, die meisten sagen halt, wenn sie sich für irgendwas bewerben oder so, ja, das ist halt, weil ich da mit Menschen zu tun habe. Aber für mich war das halt damals wirklich wichtig. Und das war dann auch tatsächlich so, dass ich im Laufe der Ausbildung einfach wirklich jede Abteilung, die man eben im Hotel durchgehen kann oder fast jede Abteilung einfach
kennengelernt habe. Also es fing halt an damals so beim Frühstücksservice. Also das war dann so, ne, wenn man im Hotel halt frühstückt, so dieses ja, Decken des Tisches und Kaffee und so weiter und auch das Buffet so ein bisschen im Blick zu behalten und so. Und ging dann auch in die Küche, ging dann auch ins Housekeeping, also wo man wirklich auch lernt, wie man Zimmer richtig reinigt, in welcher Reihenfolge, wo man auch lernt, wie man Zimmer richtig checkt und worauf es dann eben auch ankommt, wenn man eben dann hinterher nochmal, nachdem die Zimmer gesäubert wurden, auch durch die Zimmer geht. Dann ging es später auch in die Bankettabteilung, wo wir dann auch Bälle und sowas hatten und da einfach auch dafür gesorgt haben, dass alles gut ablief. Und dann war ich eben auch so in der Buchhaltung, im Verkauf und auch an der Rezeption. Und das hat mir alles wahnsinnig viel Spaß gemacht, muss ich ehrlich sagen, kann ich ehrlich sagen. Anschließend habe ich mich dann auch entschieden, weiterzumachen in dem Beruf, weil es mir eben doch einfach sehr, sehr viel Spaß gemacht hat. Und bin dann an die Rezeption gegangen. Also ich war dann Rezeptionistin. Receptionist oder auch Empfangsclerk oder was auch immer, wie auch immer man diese Berufsbezeichnung ja, nennen möchte. Und da hatte ich einfach wahnsinnig viel Spaß dran, weil das war so die Abteilung für mich, wo alle anderen Abteilungen irgendwie zusammenkommen, weil als Empfangsmitarbeiter ist man halt einfach so eine Art Schnittstelle. Man wird angerufen vom Restaurant, wenn es darum geht, der und derjenige hat mir seinen Namen, aber nicht seine Zimmernummer gesagt. Oder vom Housekeeping, wenn das irgendwie hieß, hier aus dem und dem Zimmer ist derjenige noch nicht ausgecheckt, könnt ihr den mal anrufen, was da los ist oder so, ne? Also da ist wirklich einfach alles zusammengekommen und mir hat es total Spaß gemacht, dieses Wissen, was ich so auch über meine Ausbildung halt angeeignet habe, dass ich das einfach richtig gut auch anwenden konnte. Und ich hatte halt auch mit allen Leuten Kontakt, also mit den Gästen, mit allen Mitarbeitern, mit allen Kollegen und Kolleginnen. Das hat mir so einen Spaß gemacht einfach. Und genau, das war so meine Laufbahn im Hotel. Und später war ich dann auch stellvertretende Empfangsleiterin. Und ja, das hat mir eben auch Spaß gemacht. Das war dann auch mehr so administrativ, weniger dann auch direkt am Gast, sondern eher auch so mit den Mitarbeitern und wie gesagt auch mehr administrativ zu arbeiten. Ja, und dann hat es mich eigentlich so ein bisschen gerissen. Ich hatte dann eigentlich so irgendwann den Wunsch, irgendwie. Also mir hat der Job immer totalen Spaß gemacht, das muss ich wirklich sagen. Und mir hat es auch totalen Spaß gemacht, dass ich 24/7 irgendwie gearbeitet habe, dass ich frei hatte, wenn andere arbeiten waren. Aber natürlich, die Umkehr davon war eben auch, ich musste halt auch arbeiten, wenn alle anderen frei hatten. Also meine ganzen Freunde aus der Schulzeit und auch Familie und so weiter. Und dieses 24/7 Arbeiten, das war halt auch einfach echt eine harte Anstrengung so. Also ich habe halt wirklich in drei Schichten gearbeitet. Frühschicht, Spätschicht, Nachtschicht, wobei Nachtschichten eher die Ausnahme waren. Aber eine Zeit lang hatte ich auch echt häufig Nachtschichten. Man war halt immer erreichbar. Das heißt, wenn du frei hattest und also irgendwo hat jemand abgesagt, dann musstest du halt parat stehen und auch mal schnell einspringen. Also du musstest natürlich nie irgendwas, du konntest auch sagen, nein, ich habe was vor, so. Aber das hast du halt immer gemacht und in gewisser Weise wurde das natürlich auch von dir erwartet. Und ich muss sagen, das alles wirklich für ein sehr geringes Gehalt. Also 24/7 erreichbar sein, die Anstrengung mit den drei Schichten und ja. Dafür einfach so wenig Wertschätzung zu bekommen. Die Gäste haben einen auch teilweise sehr mies behandelt. Ich muss auch wirklich sagen, die meisten Gäste haben mich wirklich sehr, sehr gut behandelt. Aber ich denke, diejenigen von euch, die auch in der Gastronomie oder Hotellerie arbeiten oder gearbeitet haben, die stimmen da wahrscheinlich mit mir auch überein, dass es manchmal auch einfach sehr, sehr anstrengend sein kann. Und ja, deswegen habe ich mich dann dazu entschlossen, was Neues anzufangen. Damals habe ich schon überlegt, ob ich studiere. Und für mich war aber die Überlegung, jetzt studieren, Teilzeit nebenbei arbeiten, okay, aber in der Hotellerie verdient man eh schon so wenig. Also ich sage jetzt einfach mal eine Zahl. Ich habe halt damals als stellvertretende Empfangsleiterin 1.600 € brutto verdient. Und das war
Oder waren es 1800? Ich weiß es nicht mehr genau. Aber es war auf jeden Fall einfach so, so wenig. Und da halt in Teilzeit zu arbeiten oder als geringfügig Beschäftigte, das kam halt für mich überhaupt nicht in Frage, weil ich hätte das halt überhaupt nicht finanzieren können. Und ein Vollzeitstudium ist einfach auch echt sehr, sehr anstrengend. Und ja, dann habe ich mich dafür entschieden, etwas nochmal zu lernen, eine neue Ausbildung zu machen. Und zwar in einem Bereich, der mich auch schon immer sehr interessiert hat. Also ich habe damals schon überlegt, ob ich Psychologie studieren sollte, weil ich hatte sogar auch während meiner Hotelzeit schon mal angefangen, in Psychologie zu studieren, auch an der Fernuni Hagen, wo ich jetzt studiere. Aber es war mir tatsächlich doch viel zu viel. Und ich habe das dann abgebrochen, habe mich exmatrikuliert und habe das dann wieder aufgehoben, den Gedanken, und habe ihn dann aber eben verworfen zugunsten meiner Ausbildung, die ich dann halt angefangen habe. Dann habe ich halt meine Ausbildung als Personaldienstleistungskauffrau angefangen, weil mich eben der Bereich Personal, die Personalabteilung auch schon immer sehr interessiert hat. Also auch während meiner Ausbildung hatte ich eigentlich auch den Wunsch, in die Abteilung zu gehen. Allerdings war das damals bei uns nicht möglich und ich habe mich wahnsinnig dafür interessiert. Ich war damals in meiner Ausbildung auch in einer Jugend- und Auszubildendenvertretung, weil mich eben so diese ganze Thematik Personal einfach immer schon sehr interessiert hat. Und genau, dann habe ich meine Ausbildung angefangen zur Personaldienstleistungskauffrau und habe dort halt das Handwerkszeug für einen Personaler halt gelernt. Also es ist nicht zu vergleichen mit einem Studium. Es gibt zumindest in Deutschland kein Personalstudium. Also man muss, wenn man im Personalbereich etwas studieren will, in der Regel studiert man dann irgendwie so Jura mit der Richtung Personal oder BWL und spezialisiert sich dann auf den Personalbereich. Oder alternativ kann man sich dann eben auch entweder aus einem anderen Studium oder aus einer anderen Ausbildung nochmal so weiterbilden, fortbilden. Das ist so eine Art Aufbaustudium. Das nennt sich dann zum Beispiel Personalreferent oder Personalfachwirt oder so. Also, falls ihr dazu noch nähere Infos wollt, dann schreibt mich gerne an, kann ich euch gerne was drüber sagen. Aber darum geht es ja jetzt erstmal nicht. Und in meiner Ausbildung zur Personaldienstleistungskauffrau, das war im Prinzip eine Mischung aus. Also Personaldienstleistung ist ja sowas wie Zeitarbeit, Personalvermittlung, Headhunting und so. Und man lernt aber auch ganz, ganz viel wirklich so Arbeitsrecht und so administrative Tätigkeiten, die man in der Personalabteilung macht und auch sowas Personalentwicklung und so, das streift man auch alles mal an. Und genau, das habe ich gelernt und habe da auch ja, sehr viel Herzblut reingelegt. Mir hat auch die Ausbildung großen Spaß gemacht. Und auch während meiner Ausbildung habe ich auch meine beste Freundin beispielsweise kennengelernt und auch tolle Freundschaften geschlossen. Und bin dann danach auch erstmal noch in meinem Ausbildungsbetrieb geblieben, als sogenannte Personaldisponentin hieß es, glaube ich, damals. Und mir hat das aber eben nicht so einen Spaß gemacht. Ich war auch damals in so einer Zeitarbeitsfirma. Mir ist dann irgendwann der Spaß daran ausgegangen, an dieser reinen Vertriebstätigkeit. Also vielleicht ist ja der ein oder andere da draußen auch Personaldienstleistungskaufmensch, Kaufleut. Der kann mir ja sehr gerne mal schreiben. Das würde mich auf jeden Fall mal sehr interessieren. Vielleicht auch generell, was ihr so beruflich macht. Schreibt mir doch mal unten in die Kommentare. Und ja, so diese sehr starke Vertriebstätigkeit hat mir einfach, wie gesagt, irgendwann nicht mehr so einen Spaß gemacht. Und ich hatte dann die Möglichkeit, in einem anderen Unternehmen unterzukommen. Und da bin ich dann auch zur Personalreferentin geworden und habe die Personalabteilung komplett aufgebaut. Und das war wirklich eine total tolle Erfahrung für mich, weil ich halt mein ganzes Wissen, was ich hatte, natürlich nochmal erweitern konnte und auch musste. Zum anderen aber auch dieser Aufbau der Abteilung ganz alleine, das war einfach so krass. Also das hatte natürlich viele Höhen und Tiefen, das muss ich dazu sagen. Aber so heute möchte ich diese Erfahrung echt nicht mehr missen, weil ja, das hat mich natürlich total geprägt und das hat mir auch total viel gebracht und so, ne? Genau. Und dann kam es dazu, dass ich umgezogen bin in ein anderes Bundesland. Ich wohne jetzt in Oberfranken in Bayern. Dann musste ich mir halt einen neuen Job suchen. Und genau, in dem Beruf arbeite ich auch aktuell. Die Position nennt sich HR Administration Specialist. Hört sich total krass an und mir macht diese Tätigkeit auch wahnsinnig viel Spaß. Ich bin so,
Ja, ich habe sehr viel mit den Mitarbeitern zu tun, bin sozusagen so ein bisschen auch das Sprachrohr vom HR, also von der Personalabteilung zu Mitarbeiter und auch teilweise zu Führungskräften. Ich habe ganz viel so mit Personalrecht zu tun, berate die Vorgesetzten und auch die Mitarbeiter über ihre Rechte und Pflichten und ja, mache natürlich auch, so wie auch der Name schon sagt, sehr viele administrative Tätigkeiten. Also ja, so dieses Typische, wo sich sicher jeder auch was drunter vorstellen kann. Ja, Personalakten anlegen, Arbeitsverträge schreiben, Zusatzvereinbarungen, Dinge tracken, also so sich auf dem Laufenden halten, wie ist der Stand des Mitarbeiters und so weiter. Und genau, und das hat mir auch totalen Spaß gemacht und zeitgleich mit dieser neuen Tätigkeit, die ich halt hier angefangen habe, habe ich mich für mein Studium entschieden. Und jetzt würde ich aber erstmal eine kleine Pause machen, ein Augen-Make-up schminken und dann sehen wir uns gleich nochmal wieder. Und die Story geht weiter. Bis gleich. So, der Augenlook ist einmal fertig. Ich habe heute wieder einen relativ auffälligen Augenlook geschminkt. Dazu wird es dann auch bald ein Video geben. Und jetzt fehlen mir eigentlich nur noch die Lippen. Und ich finde auch, dass ich aufgrund meines Augenlooks noch ein bisschen mehr Kontur in meinem Gesicht gebrauchen kann. Während ich das auftrage, erzähle ich noch mal ein bisschen meine Jobstory sozusagen weiter. Also es hat sich dann halt einfach ergeben, dass ich mich noch mal ja umorientieren konnte und wollte. Zum Glück auch mit einigem Backup und also persönlichem Backup, sozialem Backup. Das war mir auf jeden Fall auch ganz wichtig, dass man solche Dinge einfach auch ja auf einer guten Grundlage halt entscheidet. Und ja, habe mich dann eben für mein Studium entschieden, was ich ja jetzt seit fast 3 Jahren mache. Und jetzt bin ich auch bald fertig. Ich habe bald meinen Bachelor in der Tasche und ich muss auch ehrlich sagen, ich bin mega stolz darauf. Ich bin dieses Jahr 36 Jahre alt geworden und ja, die wenigsten von uns studieren in dem Alter nochmal, die wenigsten von uns trauen sich vielleicht auch einfach nochmal so eine Herausforderung anzunehmen. Aber ich muss ehrlich sagen, ja, es war eine richtig krasse Herausforderung, vor allen Dingen, weil es auch einfach so super zeitaufwendig war. Ihr müsst euch halt vorstellen, dass dieses Psychologiestudium Vollzeit wirklich 40 Stunden die Woche sind und klar, es gibt auch mal die ein oder andere Woche, die ist vielleicht ein bisschen leichter, aber die meisten Wochen sind halt wirklich Vollzeit, 40 Stunden. Das bedeutet, dass ich halt wirklich abends immer lerne, dass ich am Wochenende immer lerne, dass ich auch wenig Freizeit habe, einfach wenig auch so, ja, natürlich auch ausgehe und so weiter. Aber ich muss ehrlich sagen, die Zeit hat sich echt gelohnt. Ich habe wahnsinnig viel gelernt und ich bin so happy, dass ich diese Möglichkeit überhaupt habe. Und das ist so ein bisschen schlussendlich auch eigentlich die Message, die ich einfach rausschicken will. Wenn ihr die Möglichkeit habt und euch das zutraut, nein, anders. Wenn ihr die Möglichkeit habt und wenn ihr so etwas unbedingt machen wollt, dann macht es. Wartet dann nicht auf die passende Gelegenheit, wartet dann nicht darauf, dass irgendjemand kommt und euch sagt, macht es jetzt, sondern geht es einfach an und habt auch keine Zweifel, dass ihr das nicht schaffen könnt, weil wenn ihr genügend Power mitbringt und wenn ihr genügend Disziplin mitbringt und auch Durchhaltevermögen, dann könnt ihr auf jeden Fall alles schaffen. Ich bin da der festen Überzeugung, dass jeder alles schaffen kann. Ja, sicher, für den einen sind manche Dinge etwas schwieriger als für den anderen. Der eine hat ein paar mehr Herausforderungen auf seinem Weg zu meistern als der andere, aber man kann alles schaffen. Also ich habe auch in meinen letzten 3 Jahren echt viele Herausforderungen gehabt, aber trotzdem habe ich alles sehr gut geschafft und bin jetzt eben, wie gesagt, bald fertig. Ich bin gerade dabei in der Bachelorarbeit. Ich habe dann auch noch 2 Prüfungen, die ich abschließend schreiben muss und dann bin ich im Herbst fertig. Dann habe ich einfach mein Studium in der Tasche und ich finde es echt so krass. Und die zweite Message, die ich euch gern schicken will, ist, dass ihr versucht, dieses Gutwissen auch als etwas Wertvolles zu sehen. Ihr müsst euch immer denken, nicht jeder hat die Möglichkeit, eine Ausbildung zu machen. Nicht jeder hat die Möglichkeit, zur Schule zu gehen. Dabei fängt es ja eigentlich schon mal an. Es gibt viele Länder auf dieser Welt, da können die Kinder noch nicht mal in die Schule gehen. Es gibt viele Länder auf der Welt, da können Mädchen nicht auf die Schule gehen. Und in den allermeisten Ländern der Welt gibt es so etwas wie eine Ausbildung nicht. Und der Weg zu einem Studium ist mit so hohen Hürden verbunden, dass es für die wenigsten Menschen möglich ist, in diesem Land überhaupt diesen Weg zu gehen. Und deswegen würde ich euch einfach bitten, wenn ihr ein Studium habt, wenn ihr eine Ausbildung habt, dann wertschätzt es, wertschätzt eure Ausbildung und seid euch einfach bewusst darüber, wie
Ja, was für ein Glück ihr habt, dass ihr eigentlich diesen Weg gehen konntet, hier in Deutschland, auch in Österreich oder in der Schweiz, für alle, die eben auch zuschauen aus den Ländern. Wir haben halt diese Möglichkeit und ja, man sollte trotzdem auch jede Möglichkeit einfach beim Schopfe packen, wenn man eine Chance für sich sieht. Und das ist eigentlich das, was ich euch mit auf den Weg geben möchte. Das ist auch das Get Ready With Me für heute. Das ist die Thematik, die ich mir ausgedacht habe. Und das ist auch der Look, den ich heute geschminkt habe. Der ist heute sehr, sehr anders. Wie gesagt, dazu wird es auch bald ein kleines Video zu geben. Stimmt auf jeden Fall mal unten ab, ob euch dieser Look gefällt und ob ihr euch vielleicht auch etwas inspiriert habt. Und denkt auf jeden Fall auch an die Frage, schreibt mir mal, was ihr gelernt habt, was ihr beruflich macht. Das würde mich wirklich super interessieren. Ich als Personaler interessiere mich sowieso immer dafür, was andere beruflich machen. Und schreibt mir gerne ganz viele Kommentare unten rein. Zeigt mir außerdem über einen Daumen nach oben, ob euch das Video gefallen hat, ob euch auch die Thematik gefallen hat und macht mir auch gerne Vorschläge über weitere Themen, die ich mit euch besprechen soll und möchte und werde. Und ansonsten bedanke ich mich bei euch wie immer fürs treue Zuschauen bis hierhin. Freue mich schon sehr aufs nächste Video mit euch und bis dahin sage ich erstmal bis bald. Bye bye.